Großalarm am alten Ingolstädter Rathaus. Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz sind vor Ort. Uns wurde heute kurz vor 9 Uhr eine Geiselnahme gemeldet, die sich hier in Ingolstadt ereignet hat. Und zwar hat im alten Ingolstädter Rathaus eine männliche Person mehrere Geiseln genommen. Es wurde das alte Rathaus geräumt, auch das neue Rathaus, und der Rathausvorplatz wurde großflächig abgesperrt. Die Polizei stand stundenlang in Verhandlungen mit dem Täter. Um die Absperrungen drängten sich viele Schaulustige. Sehr viele Polizisten, sehr viele Krankenwagen und sehr viele Feuerwehrleute. Und wir selber sind nur schockiert eigentlich. Und ich sag mir so, dass sowas in Ingolstadt jetzt vorkommt, das ist schon ein bisschen heftig. Also ich bin sprachlos. Es war zwar kritisch, weil Frau Merkel kommt. Der für den Nachmittag geplante Besuch der Bundeskanzlerin ließ sich jedoch als Grund ausschließen. Über 200 Polizeibeamte waren im Einsatz. Selbstverständlich sind hier außenrum im Moment alle Absperrungen getätigt. Die Einsatzleitung selbst hat das Polizeipräsidium und die Verhandlungsgruppe ist aufgerufen und es gibt auch erste Kontakte zum Täter. Auch Innenminister Joachim Herrmann machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Der Besuch von Frau Merkel wurde aber zur Sicherheit abgesagt.